Ich erzähle euch jetzt eine kleine Geschichte zum Thema Fülle, wie ich an Geld gekommen bin und warum dieses Video jetzt gerade für mich jetzt sehr, sehr persönlich speziell ist, weil ich mich jetzt gerade wieder in die Situation befinde, wo ich wieder etwas Geld anziehen darf. Vorweg, natürlich erschaffen wir mit unserem jetzigen Bewusstsein. Das ist auch die erste Erkenntnis deiner Zukunft. Sprich, wenn wir Fülle sind, dann in uns und uns ausrichten auf das Bewusstsein, dann ist es klar, dass Fülle in dein Leben kommt. Die Katzen spielen übrigens hier rum, aber das seht ihr dann. Aber ich habe auch noch spannende Tools, was mir geholfen hat. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, vor 3 Jahren. Das hatte, ich glaube, über 200.000 Aufrufe. Das hieß auch, wie ziehe ich Geld, wie ziehe ich Fülle in mein Leben an. Ich werde ähnliche Impulse wie damals nochmals geben, auf Wunsch von einigen von euch. Und vielleicht kommt noch was Neues. Mal gucken. So, also, das Erste ist, wir haben meistens ein schlechtes Verhältnis mit dem Geldwesen. Und da hat mir die Lena geholfen. Vielleicht kennt ihr sie noch, das Lena, das Kristallkind. Ich war mit ihr befreundet und sie hat sich jetzt die letzten Jahre aus der Öffentlichkeit etwas zurückgezogen. Ich habe auch mit ihr Videos gemacht. Das seht ihr auf ihrem Kanal. Und ich werde das Video jetzt hier unten verlinken. Sie hat mir das wunderschön erklärt mit ihrer wunderschön natürlichen Art, wie wir mit dem Geld kommunizieren können. Genau. Wie wir mit dem Geld kommunizieren können und zwar auf eine sehr schöne spielerische Art und Weise. Wenn ich hatte früher so ein ambivalentes Gefühl mit Geld. Mein Verhältnis war so negativ besetzt und vor allem, wenn man spirituell ist, darf man kein Geld haben und sonst ist man kein guter Mensch und so weiter. Und Lena hat mir das so schön erklären können in diesem Video, wie wir ein schönes Verhältnis mit dem Geld bekommen. Denn Geld ist eine Energie, es ist neutral und alles ist behaftet mit einem Art Bewusstsein tatsächlich. Also wie dein Auto, das wissen vor allem die Männer unter euch, über ein gewisses Bewusstsein verfügen, auch die wurde gerade von Machtkämpfen meiner Katzen gerade unterbrochen. Und das hat mir jetzt den Faden rausgeschmissen. Sagt man Faden rausgeschmissen? Egal. Jedenfalls, das Geld fließt zu jenen, die es gerne haben. Mal auf den Punkt gebracht, ne? Also wenn wir etwas mögen, dann fließt das eher zu uns. Darum ist es wichtig für dich zu schauen, wie finde ich gerade Geld? Was ist es mit mir? Ist es nur ein Mittel zum Zweck oder mag ich es? Ich kann jetzt aus meiner Wahrnehmung sagen, ich liebe Geld. Ich liebe dich, Geld. Ich liebe Geld. Ich liebe es. Und durch das, jetzt die folgenden Tools, kann ich das mit voller Inbrunst sagen. Ich bin Fülle, Fülle ist um mich herum. Und ich will raus. Moment. Also, Tool erstens, ich bin Fülle, Fülle ist um mich herum. Wenn du Fülle bist, dann ziehst du Fülle an. Und zwar auf allen Ebenen deines Seins. Ernährung, Liebesenergie, liebe Menschen um dich herum und du bist Fülle. Nächste Affirmation zum Aufschreiben, wenn du möchtest. Das habe ich von Kurt Tepperwein. Ich zitiere ihn: Ich habe immer mehr Geld zur freien Verfügung, wie ich gerade brauche. Was beinhaltet das? Wenn du dir Geld anziehst, wenn du Geld mittels Affirmationen, weiße Magie anziehst, dann kann es sein, dass du mehr Rechnungen hast und dann flutscht das Geld, es kommt rein und dann geht es wieder raus. Gut, das macht es eh, weil Geld liebt die Bewegung. Geld ist was, das ist sehr
sinnlich unterwegs und es möchte leben und es möchte fließen durch die Hände und durch das Leben und Erfahrungen machen. Wenn ich aber sage, ich habe immer mehr Geld zur freien Verfügung, als was ich brauche, habe ich immer freien Verfügung. Verstehst du? Wenn du sagst, ich möchte im Lotto gewinnen, mach das nicht. Hör auch mit dem Seich auf, Lottogewinne, Lottolose auszufüllen und so ein Bullshit. Entschuldigung, Klartext. Denn es bringt nichts, wenn du einen Lottogewinn bekommst und das versteuern musst und dein Bewusstsein entsprechend im Mangel ist, dann fliegt das wieder raus. Ich rede von eigener Erfahrung. Jetzt kommen ein paar persönliche Sachen, was passieren kann. Ich habe vor ein paar Jahren sehr, sehr viel Geld plötzlich angezogen durch das Bewusstsein. Mir gingen ja die Videos durch die Decke und habe durch die Videoeinnahmen, aber auch durch Spenden, habe ich sehr, sehr viel erhalten und habe das wunderbar. Geld kam und ich habe Geld verschenkt, in Hülle und Fülle gelebt. Bis das Steueramt kam und ich einen riesen Batzen bis heute gezahlt habe für dieses Jahr. Und das hat mich so abgelöscht innerlich, das hat mich so, ich war so ehrlich, dass ich alles angegeben habe und ich fand das so irgendwie ungerecht, dass ich keinen Bock mehr hatte, dass Geld zu mir kommt, dass es in diese Form wieder rausgeht. Was ist passiert? Plötzlich ist mein finanzieller Kosmos wieder zusammengesackt. Und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich weiß, dass ich jetzt dieses Jahr wieder umziehen werde, dass ich wieder in dieses Füllebewusstsein, in dieses Liebesverhältnis mit Geld komme. Das ist auch ein persönliches Video für mich. Es ist ein Remember for me, dass ich verstehe, wie die Zusammenhänge sind. Ne? Also nochmals das Video von Lena, Affirmationen. Ich habe immer mehr Geld zur freien Verfügung, als das ich brauche. Und gucke dein Verhältnis an mit dem Geld, dass da Liebe rauskommt. Liebe für das Geld, weil es ist was Gutes. Es ist wie ein Messer. Du schlachtest jemand ab oder du schälst einen Apfel damit. Verstehst du? Es ist neutral. Also mach es zu einem Liebeswerkzeug für dich. Wenn du es mit Liebe auflädst, dann kommt es in Liebe zu dir und es hat Freude und es... Ha! Und das ist das, was ich bei mir auch auflösen durfte. Schaue, wenn du kein Geld hast, was du für Muster hast in dir. Warum möchtest du kein Geld anziehen? Hast du dann schlechtes Gewissen, dass du nicht mehr spirituell bist? Oder was ist es? Also schaue, dass dein Verhältnis, deine Liebesbeziehung mit Geld gesund ist. Und dann ziehst du es wieder an. Das geschieht jetzt bei mir auch. Meine Töchter und ich haben entschlossen, dass wir wieder auseinandergehen. Wir haben die Zeit sehr, sehr genossen miteinander. Meine Töchter sind jetzt 20, die Zwillinge, die zwei Kleinen. Ich habe noch eine Ältere, eine 23-Jährige mit zwei Enkeln in den Bergen. Und wir werden diesen Sommer, Herbst wieder getrennt gehen, aber trotzdem nah beieinander sein. Und unser Verhältnis ist gigantisch. Also ja, aber ich möchte auch wieder meinen Raum haben, dass ich da mein weißes Sofa haben kann. Und bin da jetzt auch gerade offen. Also wenn ihr einen Impuls habt, eher etwas noch günstigeres, vielleicht mit einem Balkon oder sogar idealerweise mit einer Terrasse oder kleinen Garten hier im Aargau in der Schweiz. Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich alles habe. Ich kann es auch weiterlaufen lassen. Das habe ich super geschrieben. Nicht Affirmation, aber Erkenntnis. Geld fließt zu dir wie die Luft zum Atmen. Dann wollen wir das gleich mal machen. Das habe ich jetzt noch nie gemacht, das mache ich jetzt live. Ich atme Geld ein und ich atme Geld aus. Damit ist gemeint, wir sind hier keine Hamsterchen, die Backen voll Geld machen sollen, sondern das möchte leben, es möchte Erfahrungen sammeln. Das heißt, am gesündesten ist der Fluss, wenn Geld kommt und wenn es wieder so geht, also wenn es einfach zirkuliert,
ein Kreis. Aber immer wieder nachkommen. Und das ist auch schön, wenn ich mir das vorstelle, ich bin das Leben, einatmen und das Leben geht wieder raus. Verstehst du das alles? Und das ist auch die Fülle. Ich bin Fülle, ich atme Fülle aus. Weil was geschieht dann, wenn wir dies tun? Es wird eingeatmet durch uns und es manifestiert sich oder es kommt unserer Umwelt zugute. Gut, haben wir noch was? Affirmation. Bla bla bla. Das war's schon, Leute. Das war's schon. Wenn du selber Affirmationen hast, dann schreib das. Affirmationen sind sich wiederholende Wörter mit Energie beladen, die du richtig durch dich durchfließen lässt und die du glaubst. Und wenn du es am Anfang noch nicht glauben kannst, ich bin Fülle, fühlst du mich herum, ich bin das Leben, ich bin dankbar. Wenn du das sagst und du hast das Gefühl noch nicht, dann wiederhole es, bis du es hast. Das ist eine Umprogrammierung deines Geistes. Jetzt machen wir kurz Stopp. Ist jetzt leer, das ist es. Es ist ganz, ganz leicht. Und jetzt noch eins, zwei persönliche Erlebnisse, dass du verstehst, wie der Kosmos auch funktioniert. Ich habe auch die folgende Affirmation, oder nein, den Glaubenssatz, tatsächlich Glaubenssatz, mir geschieht immer nur das Beste. Und wenn etwas anstrengend ist, ist es eine Lektion für mich, eine Herausforderung des Lebens zu lernen. Und es war mal bei mir so, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass als ich alleinerziehend war, 15 Jahre von meinen drei Töchtern, wir hatten nicht so viel Geld zur Verfügung, ich hatte Alimente und, ups, flieg nicht weg, du, bleib bei mir. Und dann ist Folgendes passiert, die Kinder waren noch keine 18 und der Papa hatte nach vielen Jahren des gleichen Jobs, wollte er etwas anderes machen und hat gesagt, dass er jetzt keine Alimente mehr zahlen kann oder sehr, sehr stark reduziert, obwohl die Kinder waren dort, glaube ich, 16 oder 16. Und in diesem Monat, und dann seht ihr mal, dass das Universum wirklich für dich sorgt, in diesem Monat, wo er die Alimente nicht mehr zahlte, eben nicht böse gemeint, ich habe ja Verständnis, er hat, ist egal, ist alles gut, ging mein YouTube-Kanal zack durch die Decke. Mit dem Vorhersage 2020 war das, habe ich im Dezember aufgenommen und dieses Video hatte über 100.000 Aufrufe innerhalb von einer Woche. Und das hat dann mir ein neues Standbein gegeben. Und ich habe das immer und immer wieder gesehen und gespürt, wenn ich merkte, ich habe eine Einnahmensquelle und die geht plötzlich weg, dann weiß ich, okay, ich vertraue, ich lass los, auch wenn da Existenzängste kommen, und komme ins Vertrauen, weil da kommt dann was Neues, was besser passt. Es geht auch darum, dass von dem, woher das Geld kommt, der Arbeitgeber, der Ex-Partner oder keine Ahnung, ein Geschäftsmodell, was nicht mehr stimmig ist, wenn das Geld von dort kommt, bleibt diese Energie in dir enthalten und es kann wie nichts Neues entstehen. Das heißt, wenn sich das zurückzieht, auch wenn wir in die Existenzängste kommen, versuch mal ein bisschen zu vertrauen. Mir geschieht immer nur das Beste. Ich habe immer alles, was ich brauche. Ich bin Fülle. Fülle ist um mich herum. Und dann schaue, was sich Neues kreiert. Und ja, wir dürfen manchmal in das Wasser springen, in das Kalte. Und wir wissen nicht, was kommt. Aber das gehört zum Leben. Bleibst du beim Bisherigen nur aus Sicherheitsgefühl, wirst du nie das lebendige Sein in dir spüren, als wenn du das tust, was du fühlst in dir, das Lebendige. Wenn du mit jedem Atemzug deinem Herzen folgst. Ich bin Fülle. Fühlest du mich herum? Danke.
Gänsehaut. Sieht man's? Ich liebe dich. Und du hast nicht die Fülle verdient, sondern es steht dir auch nicht zu, sondern es ist einfach da. Wenn du die Arme nicht aufmachst und dein Bewusstsein öffnest, bist du selber schuld. Nicht böse gemeint. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch immer wieder, dass ich reinfliege. Sei sanft mit dir und korrigiere dich, reflektiere dich, wenn du merkst, dass dein Bewusstsein mit dem Geld gerade nicht so auf Kriegsfuß oder negativ besetzt ist. Lade es in dein Leben und es wird dich beschenken und erfüllen und erfreuen. Ich liebe dich. Danke.